Zurück in Tonis Haus, zurück bei Let's Play Deponia. Hier ist für uns womöglich nichts mehr zu holen, deshalb wollten wir schnurstracks raus aus dieser Hütte. Zurück zum Dorf kehren. Und mal eben kurz schauen, was wir noch alles hier benutzen können. Bei Tonis Laden waren wir schon. Dieses Haus können wir nicht betreten. Bei Wenzel waren wir schon. Mit dem Rohr haben wir auch schon rumgespielt. Was wir vermutlich von diesem Rohr Richtung Wenzels Schornstein leiten müssen. Die Notrufsäule funktioniert auch nicht, zumindest antwortet niemand. Dementsprechend bleibt nur noch der Weg in die Gasse. So, was haben wir hier? Wir haben einen Stuhl, den wir nicht bedienen können. Wir haben Hanek oder Hennek. Wir haben einen Sprengplan, ein Sprengsignal, eine Glocke sozusagen. Ein Papagei, mit dem wir vielleicht auch noch quasseln können. Und der Weg in die Notfallstation. Da oben ist ein Chamäleon, kann man nicht anwählen, ist ja schließlich getarnt. So, hallo Hanek. Hanek. Hallo Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum! Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich weiterarbeiten. Wir haben Magneten. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Gut, also wir müssen drei Stellen auf dem Sprengplan markieren und rein zufällig haben wir drei Magneten. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Das ist auch interessant, weil nach dem Absturz nämlich ein Auto da war, wo eine Motorhaube war, die wir nicht öffnen können und vermutlich erst ins Autoinnere kommen, um die Motorhaube zu öffnen, aber die Tür des Autos natürlich auch verschlossen ist. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Hm, weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Wir haben kein eigenes Auto, vermute ich mal. Von daher, sagen wir mal Toni. Oder Wenzel? Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Wir heißen Toni. Toni. Mal nachdenken. Toni? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Vielleicht doch Rufus? Rufus. Mal nachdenken. Rufus? Nein. Ich glaube... Okay, vergiss es. Fürs Erste. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Schon geschehen. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. War das nicht normalerweise mit Kanarienvögeln? Nochmal wegen des Schlüssels. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Ja, bis bald, bis ne? Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Okay, bleibt uns nichts anderes. Ein Lanzers Kneipe können wir auch noch rein. Nichts anderes übrig, als erstmal mit dem Papai zu reden und danach uns den Sprengplan mal genauer anzugucken. Hallo,
Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Oh, ich verstehe. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Gefährliche Gase. Wir bräuchten Gas, um die Luftballons zu füllen. Gucken wir uns mal den Sprengplan an. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Okay. Bis bald. Tschüss. Jetzt müsste es Rufus eigentlich auch verstanden haben. Rufus. Genau. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Also, müssen wir vielleicht die Magneten damit kombinieren? Okay. Diese Hütte hier oben und diese Hütte, die beiden, schon mal, die sehen doch aus wie die Hüte von den Leuten, die hier im Rathaus hocken und darauf warten, zum Bürgermeister durchgelassen zu werden. Das würde bedeuten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass wir deren Häuser sprengen lassen müssen, um hier dran zu kommen. Magneten drauf. Jetzt müssen wir einen dritten suchen. In welchem Planquadrat der dritte Helm war. Das war so eine Art Helm, der aussah wie eine Art Sprungbrett da vorne dran. Ungefähr so, wie bei Wenzel, aber da kann man das Planquadrat nicht direkt markieren. Gehen wir mal Quadrat für Quadrat ab. Hier ist es nicht, hier unten auch nicht. Und können nur die gelben Punkte markiert werden? Dann können wir überall hinlegen. Weil sonst sieht nämlich dieses Teil hier genauso aus. Das ist auch ein Helm und hier in der Mitte ist so eine Art Sprungbrett, wie im Swimmingpool. Wir versuchen es einfach mal. Oha, das Sprengsignal. Ja, an die Arbeit. Sprengung! Okay, was geht jetzt? Haben wir jetzt die drei Leute weggelockt? Jo, tada! Weg sind sie. Oh, da ist die Wartenummer 63. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. So, jetzt haben wir die 63 und die 66 ist weg. Würde bedeuten, jetzt ist nur noch Wenzel vor uns. Mal gucken, was Lotti zu der Wartenummer 63 sagt. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Falsch! Du kommst als nächstes dran. Vorher ist Wenzel an der Reihe. Aber Wenzel ist doch gar nicht hier. Darum bist du ja auch noch nicht dran.
kann. Das ist doch wieder mal typisch. Selbst wenn er nicht da ist, steht Wenzel nur im Weg. Gut. Müssen wir vielleicht nochmal mit Wenzel sprechen? Na, Gott sei Dank hat das Gepieper aufgehört. Das heißt, die drei Hausbewohner sind dann wieder zurück nach Hause gegangen. So, Wenzel. Hier. Nummern tauschen. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Wasser und tauchen. Haha, verstanden. Okay, wie kriegen wir das Wasser in Wenzels Haus? Gehen wir zurück in die Gasse. Hat Hanek was Neues zu berichten? Hallo nochmal. Sprennung. Rufus. Genau. Hm. Wie genau funktioniert der... Oh, der dann, Leute, ich gebe das an. Richtig. Bis bald. Schlüssel kriegen wir auch noch nicht. Rufus. Genau. Können wir zur Notfallstation? Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuvak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Grizzlies in Laufrädern. Gute Idee. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein Nuklear... Oder die denkt denn niemand... Gut, da kommen wir nicht rein. Wir haben Mittagspause. Also ab in Lonzos Kneipe. Bruder von Gonzo gleich. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und... Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Gut, was haben wir alles hier? Kann man den Dartpfeil mitnehmen? Jo. Sonst irgendwas anwählbar? Roter Vorhang. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Definitiv, Rufus. Ah, oh, das Schild nur mitnehmen. Okay. Den Wimpel auch. Nein. Das Bild, kleine Bild auch nicht. Okay. Bleibt uns nichts anderes übrig, als mit Lonzo Konversation zu betreiben. Lonzo! Ja! Lang nicht gesehen, Lonzo. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuvak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Hecker. Ja, ich bin schon lässig. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin also immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Hast du zufällig etwas, was wach macht? Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe.
Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Der wartende Mann im Bürgerbüro, der hat eine Drachengeschichte. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte doch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Aha, lass mal sehen. Wow. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Ich glaube, wir sind an der genau richtigen Adresse. Hey, wow. Du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine. Aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Rufus auch. Was für ein Gekrake. Wow. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. So, okay. Was haben wir denn alles auf der Liste? Beziehungsweise was können wir vielleicht abgeben schon mal? Belebende Flüssigkeit. Wo kriegt man das her? Energiereiches Wasser? Klares Wasser. Klares Wasser wird, glaube ich, sehr schwer zu finden sein. In Kuwak oder auf Deponie. Heiße Bohnen. Das soll eine Art Chilischote sein, die ja bekanntlich vor Tonis Haus wächst. Schwarzes Pulver. Die Kaffeemaschine, beziehungsweise um gemahlenes Pulver zu bekommen, ist in Tonis Laden. Und besonders aufputschend. Wir haben, glaube ich, genau das Gegenteil. Wir haben ein Narkotikum. Genau. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Und wir haben ein Schild. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. So, okay, weiter. Wollen wir mal mit dem Dartpfeil. Dann machen wir mit dem nassen Schwamm. Kaffeemaschine, Tankdeckel. Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß. Er ist dann wohl für das Wasser. Gut, Tank. Können wir schon den Schwamm einfach auswringen da rein? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Okay, den Trichter da rein? Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Können wir nicht da reinstecken? Das ist schon mal... Ich finde, nein, ich... Können wir nicht, okay.
Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Die Tasse ist noch leer. Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt. Kann er irgendwas zu sagen? Was soll ich noch gleich? Es steht alles. Sorgt die Sachen. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Okay. Wegen des Pulvers, wegen des Wassers. Sieht abenteuerlich aus. Sieht ganz schön abenteuerlich aus. Ist es auch. 1A, das wollte ich hören. Wegen des Pulvers? Wegen des Pulvers. Schieß los. Schwarzes Pulver, besonders aufputschend, heiße Bohnen. Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl nicht sein. Schwarzpulver? Ich sagte kein Schwarzpulver. Aber es wäre schwarz. Hör mal, die Maschine arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Na. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Oh je, ich bereue das Ganze jetzt schon. Jetzt noch nicht. Schwarzpulver heißt, wenn Lonzo sagt, kein Schwarzpulver reintun, dann müssen wir definitiv schwarzes Pulver reintun. Und ich weiß, dass wir einen Blindgänger eingesammelt haben von den Raketen, mit denen sich Rufus hat abschießen lassen. Vermutlich müssen wir das nehmen. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Dabei fällt mir ein, Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Clevere Idee, Rufus. Und was hab ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Das habe ich wohl verdient. Und heiße Bohnen. Was sollen denn heiße Bohnen sein? Keine Ahnung. Tja, das ist wohl ein Rätsel für einen gehobeneren Intellekt. Stimmt. Du könntest Wenzel fragen. Ich habe von mir geredet. Entschuldigung, das hätte ich wissen müssen. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich schaff das schon. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser? Wo gibt's denn sowas? Klares Wasser? Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Klares Wasser, möglicherweise mit der Wünschelrute von Wenzel? Energiereich, wie kann das gemeint sein? Energiereiches Wasser? Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind energiereich. Frag ihn doch mal. Das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Trotzdem. Hanek, du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das. Belebend? Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Okay, ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Glaube ich, Lonzo. Okay. Ich muss gehen. Ich gehe dann mal. Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. So, kann man noch irgendwas mitnehmen jetzt hier? Roten Vorhang? Naja, okay. Einfach mal den kompletten roten Vorhang angesteckt. Okay, von dem Schnaps kann man nichts mitnehmen. Gut. Rufus, wir haben eine Mission. Die Mission? Wird im nächsten Teil begonnen. Bis dahin, macht's gut und danke fürs Zusehen. Tschüssi.